Können wir mal gleich mal Level 3 Level 1 kommen, also dreimal den gleichen. Ah, nee, das glaube ich nicht. Ist für mich aber ganz klar, dass ich. Ja, wobei. Ja, wenn Max kommt, ich hab Bock auf Max. Cast Tinker Enchantress. Oder wir nehmen Tiny und Enchantress mit. Die Herr der Ringe Extended Edition. Für 50 Euro. Irgendwann ist die auf Amazon kostenlos, dann gebe ich mir die, okay? Hey, warte mal, ist die dann eigentlich auch auf Deutsch übersetzt? Oder ist es dann gibt es die nur auf Englisch oder gibt es die auch auf Deutsch? Nein? Echt nicht? Schau mal schlecht. Wenn es für eine Kamera war. Ja, die Kamera war aber auch. Das war aber eine richtige Herzensangelegenheit von mir. Doch, ich kann Englisch. Aber einmal bin ich ehrlich, ich guck extrem ungern Englisch-Filme. Vor allem. Weil ich mache halt die deutsche Übersetzung viel lieber. Deswegen gucke ich extrem ungern Englisch solche Sachen. Und ich gucke sowas mit meiner Frau auch gerne an. Und meine Frau spricht gar kein Englisch. Die spricht nur Deutsch und Vietnamesisch und Koreanisch oder Japanisch. Irgendwas sowas noch. But it's not the yellow from deck. Nö, mein Englisch ist schon okay. Fast full Bischof Lobby. Das ist halt die Community, was soll ich sagen? Die Community ist einfach krank. Beecher ist auch Teil der Community, würde ich nur kurz angemerkt haben. Beecher ist so geil. Gleich bin ich, der geht so auf Knight. Wenn er gewinnt, geht er so auf Knight 5 hoch oder so. The dusk is always ready. Hallo Bas, guten Tag. I bring an der Bas ist da, was ein Like hier. Lol, da lag ein Stock. Komm, direkt ein Drop. Juhu, er hat gekämpft. Und auch noch einen anderen Pandan. Gibt's Disruptor auch? Leute. Ich hab ein bisschen Hoffnung. With bones and spells I come. Lacker schreibt er. Ich glaub's hackt. Was heißt denn hier Lacker? Was heißt denn hier Lacker? Der hackt doch. Nee. Das ist kein Hack. Das nennt sich auch Skill. Nightcrawler. No grave for you. Was zahlst du Dota eigentlich immer? Ich habe heute voll die schlechten Runden gehabt. Okay, heute war kein Lack am Start. Mille ist am Start, in meinem Quellcode rumspielen tut er. Ach Leute. Ich lieb euch doch alle, ohne Witz. Ich lieb euch einfach alle hart. Nachdem ich euch auch mitnehme. Ich habe Angst, dass ich irgendein Dinger verpasse. Ich will keine volle Bank haben. Ich will gerade einfach keine volle Bank. On my way. Righteous. Hab dich auch ganz doll lieb. Gar keine Drops mehr geben. Der Mille ist der größte Pandaren-Schamanenhasser, den ich kenne auf dieser Welt. Ach, hätte ruhig einer sterben können, dabei das gleich nochmal ultet. Oh, wir könnten uns auch Mages überlegen, jetzt wir schon so einen Mage haben.
Tja, ein Io muss ich mitnehmen. Das ist schon mal klar. Master of Beasts. Nach der Runde kann ich dann Ork stellen. Im Zweifel. TB buffen. Trollsuppen fände ich gut. Ah, ich bin, und Maxi, ich bin halt nicht so der Englischgucker. Ich gucke gerne Serien auf Deutsch. Ich verstehe Englisch, und wenn ich Serien auf Englisch gucke oder Filme, verstehe ich auch, was sie sagen. Ich finde die Handlung alles, so ist es nicht. Aber ich feiere einfach. Ich mag deutsche Synchronstimmen. Ich mag auch Filme auf Deutsch und Serien auf Deutsch. Ich weiß nicht. Hat nichts damit zu tun, dass ich kein Englisch kann. Ich verteidige mich gerade nur, okay? Ja, also ich feiere die Sachen noch. Ich habe auf South Park, auf zum Beispiel South Park, auf. In hier. South Park auf Englisch finde ich Katastrophe. Das kann ich mir gar nicht anhören. Finde ich ganz schlimm. South Park, ja Mann. South Park. Jetzt übertreibt doch nicht alle gleich. South Park, Entschuldigung. South Park. Wie sie alle, aber gleichzeitig auch. Ach, kommt schon. Ja, finde ich schon ein bisschen. Ja, finde ich nicht gut von euch, Leute. Der Spawn ist einmal raus. Der Spawn hier ist auch einmal raus. Dann habe ich ein bisschen Hoffnung, aber keine Schnitte. Ich habe das Gefühl, dass momentan die Lunas mich ein bisschen nerven und die sind auch richtig stark sind im Moment. Ich habe übrigens keinen Drop mehr bekommen seit der Runde, seitdem ich den zweiten Pandaren bekommen habe. Welcome Traveling with Deutsche Bahn. Saus und Braus Park. Das finde ich gut. Ja. Da ist der dritte. Ich muss ihn ja nicht direkt löschen, ich kann ja runterstellen erstmal. Ich muss auf jeden Fall alle drei stellen. Nur Level 1 auf dem Feld, das ist traurig. Ja gut, aber wenn man halt die Stimmen gewohnt ist, wiederum in South Park. In South Park von den Deutschen. Also ich habe meine Folge South Park. Ich muss es immer extra so aussprechen. Auf Englisch gesehen und ich fand es war so schlimm für mich, aber klar, es ist halt Gewohnheit. Ich bin gerade froh, dass wir nochmal gegen einen Losing Streak Boy. Was wetten wir? Papa Afa spielt Vierer Wizards mit Trolls und mit einer starken Luna später. Geht schon wieder alles in die Richtung. Juggernaut stands ready. Ich hätte irgendwie Bock, den mit Io hochzuleveln. Ich glaube, so ein Storm Spirit ist nicht schlecht. Ich habe irgendwie Bock, auf Geld zu gehen. Aber ich glaube, das sollten wir nicht tun hier. Wenn ich denke, als ob ich jedes Mal dasselbe spiele. Ja, weißt du warum? Weil du keine Luna gezogen hast bisher wahrscheinlich. Gut, hat er sich gesaved. Alter, was der für eine Arbeit macht, der Storm Spirit. Leck mich am Arsch. Wenn der auf 2 gewesen wäre, die Runde wäre ja nochmal übel krass. Alter, wie übertreibst? Er hat einfach 2000 Schaden gehauen. Ich bin ein bisschen hyped. Ich hatte nicht vor, das zu spielen. Ja, ja. Ich weiß genau was. Ich glaube, ich weiß ja wohl besser, was du vorhattest als du. Das Game gönnt mir wohl ein paar IOs, glaube ich. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache den. Weil ich verkacke gegen die ansonsten. Ich glaube, ich verkacke gegen die Teile. Auch die schnellste Dune da eigentlich gegen die. Wahrscheinlich wäre der safer gewesen, der Blue Master. Also wäre safer gewesen, ihn zu stellen. Schaffst du safe?
Ja gut, sehe ich anders. Never keep Io under 50 gold, sagt Robert. Ja, ich hätte halt jetzt nicht, wenn ich muss, ich safe gewinnen, hätte ich es halt nicht geused, weil vielleicht bekomme ich ja Stormspear nächste Runde eh. Die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht niedrig. Aber ich bereue es auch nicht, es genutzt zu haben. Master of Beasts. Ja, hast du den für einen Terrorbett safen würdest, das wundert mich nicht. Thanks. Den Elder Titan gibt's nicht, okay, dann kann ich den Schmutz direkt da wegmachen. Ich überlege gerade, Hase sogar für Beastmaster zu verwenden, aber ich glaube, das wäre nicht vernünftig. Ich meine, Mage Core würde auch Spaß machen mit Storm Spirit, aber wir haben sogar keine Mages gezogen. So gar nicht. Eigentlich hätten wir einen Blinkdagger auch für Storm Spirit gerade mitnehmen können. Imagine Instant Storm Spirit. Nicht bad. Für den Ember wäre es wieder okay. Okay. Okay, hört sich ja erstmal okay an. Komm, ich brauche Pandaren. Gib mir Pandaren. Ich hab gehört, für den Ember wäre es okay. Guess we better. Yep. Er ist der größte Fan jetzt. Mill ist der größte Fan von Ember Spirit. Wir haben übrigens genau unseren hier Earth Spirit nicht bekommen, den wir eigentlich bräuchten, falls wir Schamanen spielen wollen dann. Aber ich will mich nicht beschweren, wie wir die gezogen haben. Also alle Schadens-Items auf Ember Spirit, oder? Sehe ich das richtig? Sobald ich dann, oder generell alle Items auf ihm, so gut es geht. Okay, ich bekomme schon mal ein Jahr von guten Mille. Meint ihr, wir haben eine Chance hier auf eine Streak? Leute, ich dachte gerade, der Vollgoblin. Sharper I bite! Ich habe irgendwie das Gefühl, wir holen uns einen Streak von irgendeinem. Okay, ich habe doch nicht das Gefühl, wir holen uns einen Streak von irgendeinem. Einfach meine Pandaren machen halt schon Spaß. Ich habe sie so viel gelobt. Wieso habe ich sie nur gelobt? Hä, wieso hole ich keine Runden gerade mehr? Was soll denn der Schmutz? Wo sind meine Siege hin? Wo sind meine Siege hin? Lass mal alle raus. Mal raus aus dem Stream.
Ich weiß, dass Clockwork stark ist. Ich hab das nie widersprochen, Mille. Ich habe nie widersprochen. Nie. Den Vorwurf kann ich mir nicht machen. Der Storm Spirit gerade am Eskalieren ist die ganze Zeit. Ich feier's. Oh lol, er hat mich gespiegelt. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann auch wieder ein Drop kommen. Oh, das war sogar dem, wo ich hochleveln kann. Das ist nicht bad. Und der ist auch in der Runde jetzt nicht bad. Wie kann man die Arkias nur dismissen? Raus mit dem Schmutz. Save dich! Hey, da hat er gut Schaden gemacht. Lecker. Ich glaube, ich nehme Blinker. Mit solchen Blinker mitnehmen hier. Und den auch Ember Spirit, damit er schnell seinen Ult haut. Oder nochmal mehr Damage. Was habe ich denn gerade für Schadenssachen nochmal auf ihn drauf? Auf dem Task. Nur das Teil. Denke ich schon nice für Ember, okay. Das doch mal, gib mir ihm alles rein. Ich gebe mir sogar das Zielzeug jetzt einfach mal. Das hat uns halt auch so viel Gold gesaved, was wir alles gezogen haben. Klar haben wir natürlich auch zwei Eos benutzt, um die hochzuleveln, aber im Endeffekt habe ich hier zwei bekommen, hier zwei. Das hätte normal 12 Gold gekostet, wenn ich sowas normal hochgezogen hätte. Er war irgendwie stuck, oder? Habt ihr das gesehen? Er war komplett stuck gerade, mein guter Boy. Das war natürlich ein schlechtes Beispiel. Das ist ärgerlich. Wir haben immer noch keinen Earth Spirit. Hauptsache wir sind auf Shaker jetzt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir nicht auf genug Gold kommen. Weil das Doppelsound. Ja, wahrscheinlich war es die Blutmal, das habe ich mir auch gedacht. Jetzt können wir uns aber nochmal anschauen, wie jetzt der Ember Spirit reißt auf dem Feld hier. Aber trotzdem lange, er wird ja nicht angegriffen. Ich weiß noch, why die Crown ist ja auch ganz nice, wenn die ein bisschen woanders ist. Komm, jetzt kommen die Angriffe. Wieder Mana voll. Er killt jetzt auch was jedes Mal wahrscheinlich. Triple Kill! Die machen das schon ganz nice. Ja, ich finde es inzwischen auch stark. Also inzwischen bin ich auch nicht mehr gegen sie. Was haltet ihr gerade von nebenher so ein bisschen Mages sammeln? Solange ich eh noch nicht hochleveln kann, ich werde eh für Level die das benutzen. Vielleicht switche ich auch noch mal kurz auf jeden Fall auf einmal auf Mages. Nehmen Sie mal ganz kurz mit. Es wird wahrscheinlich kein Mage-Switch mehr werden. Und wenn jetzt zweimal Razor, zweimal Nier am nächsten Roll kommt, würde ich die schon austauschen gegen die. Gegen ihn hier und ihn hier am ehesten, ja.
Ich meine, es kostet mich jetzt ja nichts, deswegen. Komm, der baut einen Rocket ab. Okay, nice, dann ich hatte seinen Mana voll. So, Earth Spirit Attack nochmal. Storm Spirit. Alter, Clocks! Clocks, überall Clocks! Ich raste aus. Meint ihr, der Mage-Buff wäre stärker als diese eine Task? Wir könnten Kriegerbonus lieber noch stellen, gleich wenn wir mal einen Chuck oder sowas sehen oder generell irgendeinen Krieger. Kunker oder Doom oder sowas. The Dusk is always ready for a fight. So. So. Stimmt, Assassins könnte ich mitnehmen für den Crit für hier. Für den Crit für hier. Ja, komm, gehen wir von dem Zeug hier weg. Puh, ich weiß nicht, ich habe da keinen, den ich jetzt lieber habe. Ich habe jetzt unter meinen Kindern kein Lieblingskind oder so, ehrlich gesagt. Shadowfiend, mach doch mal was. Ja, alles gedoomt. Ärgerlich. Ach, wieder der Patrick, aber du kannst nicht den gleichen Witz recyceln. Ich hätte drüber gelacht, aber du hast ihn schon mal gebracht, den Witz. Da ist kritisch unterwegs, der Slark, Alter. Was geht denn da ab? You can't keep a demon down. Ach, ich will aber nicht Faceless Void mitnehmen. Lul. Imagine, Leute, Faceless Void spielen mit einem krassen Ember Spirit. Meint ihr, das wäre irgendwie eine Idee? Tja, Mille. Patrick ist leider auch ein Mod. Tut mir leid für dich. Ach stimmt, geht nicht, weil Pandaren Bonus. Weil Bodus ein Bonus. Soll ich ihn trotzdem mal kurz behalten? Wegen Assassins. Ich meine, das ist ja nicht das Beste, was ich stellen kann. Na, wobei, nee, der ist nicht worth it. Das ist natürlich auch angenehm. Axe grows stronger. Frage, auf dem Tablet schreiben hört sich echt anstrengend an. Ich gehe mal nochmal ein Level auf entspannt, oder? Was meint ihr, Leute? Nochmal ein Level auf entspannt gehen? Weil inzwischen glaube ich eher daran, dass wir Disruptor ziehen, nachher, als dass wir Wizard spielen. Miller hat keine Meinung zu den Pandaren-Schamanen. Die Schmamanen schreiben müssen. Ich hab die auch. Hallo, wo ist denn mein Ding eigentlich? Mir fehlt immer noch der gute Ei. Oh, wir können Elfen ausschließen später. Für Disruptor.
Sollten wir Elfen ausschließen? Oh, Assassins wollte ich mitnehmen, das darf ich nicht vergessen. Meinte Shadowfiend und Task rausnehmen ist worth it. Für das hier. Für Monks. Ich habe noch nie Monks gespielt. Ich will eh keinen Monks gekriegen. Es gibt PA, TA gibt's. PA gibt's nicht. Goblins lieber. Okay. Da ist der richtige jetzt hier. Nightcrawler. Level 9 Gamer. Wo ich hätte vielleicht noch Tauren stellen können, das wäre noch eine Option gewesen. Habe ich gar nicht dran gedacht jetzt. Wäre besser als dieser Morph, um den Tauren-Bonus reinzubringen. Danke, Slark, du Sack. Ja, komm. Jetzt mal die Shadowfiends ignorieren, Leute. Shadowfiend ist Schmutze, habe ich gehört. Cheers! Ja, das Team funktioniert recht gut. Ich finde es die bisschen unnötig, die Assassins, wenn ich die so sehe jetzt im Nachhinein. Weiß nicht, ob ich es nice finden soll, aber gut, die Support hat einfach Ember Spirit. Ja, stimmt, das ist wirklich eine schöne Panda-Runde gerade. Vielleicht bekommen wir sogar noch einen Level 3er Storm Spirit zu sehen. Oh, das wird Fettschaden jetzt. Ah, sowas kann ich halt nicht brauchen. So was kann ich eigentlich gebrauchen im Leveln jetzt. Oh, wir haben einen Beecher rausgeworfen. GG Beecher. GG geht an Beecher. Ich werde nicht mit Wizard spielen, ich gehe auf den Disruptor. Tut mir leid, Beecher, tut mir leid, wirklich. Manchmal läuft es einfach nicht gut und einen anderen Tag läuft es dann noch schlechter. Ich bin super im Aufmuntern. War close. Das ist noch ärgerlicher. Das ist natürlich noch ärgerlicher dann. Hä, was ist hier? Ich krieg 400 Gold. Okay, insgesamt 400 Gold muss man bekommen haben. Was habe ich denn jetzt? 226. Ich glaube, das ist recht hart, oder? Ich glaube, das ist eine recht harte Quest. Wobei, ich brauche mal Gold. Runde 40 ist halt auch wichtig. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob 40 die auch gar nicht hart. Nice. Super easy. Das ist bitter. Das ist bitter. Okay. Ja, vielleicht spielen wir es ja so. Mal schauen. Mit drei Assassins, aber bestimmt nicht mit den zwei Lappen hier. Ich will auf jeden Fall Schamanen aufstellen. Und ich will auf jeden Fall ihn hier stehen lassen.
Ja, viele Optionen sind auf jeden Fall am Start. Oh, das ist ein Gegner, den ich mir gut ankomme mit den Ults. Sieht so witzig aus. Manchmal funktioniert es so gut, die kommen, manchmal funktioniert die gar nicht. Das ist auf 0 Gold. Ist auf jeden Fall angenehm, mit 50 Gold ist dann gleich so vom Level zu sein, das freut mich. Na, Summoning Stone brauche ich jetzt eigentlich nicht, oder? Nee. My spirit returns to flesh. Thanks be to you. Okay, also dann sollte es recht easy sein mit dem Gold dann doch. Habe ich vielleicht ein bisschen überschätzt. Hat sich so viel angehört, vor allem, ich hatte nur 200, war schon, und es geht dann normal nicht 50 Runden, aber klar, am Anfang bekommt man ja wenig Gold und am Ende geht das Gold nach oben dann. Swarmsplit hier, danke. Tschick. Nun. Da checkt man gar nicht, ob man das gewinnt oder verliert. Wenn der ihn gekillt hätte. Jetzt könnte es aber spannend werden. Wenn er nochmal ultet, macht Magic-Schaden. Aber gut, er hat keinen Schaden gemacht. Der Degen hätte es dann sein müssen. Ja, der Ember Spirit war echt krass. Wenig mal liegen zu lassen. Und da ist der Disruptor. The Stormcrafter comes. Ich weiß nicht, ob es stärker ist. Wir aber entspannt mit unserer Taktik gehen. Ich hoffe, ich habe dann gleich einen Brewmaster hochgelevelt, weil der kostet mir halt mega Plays. Oh, vor allem, wenn ich den hochlevel, dann kann ich den gar nicht mehr ziehen. From my shadow guide, I bear a message of death for my enemies. Okay, perfekt. Kann ich den schon nicht mehr ziehen. Nee, mir wurde gesagt, dass die Assassins mit dem Ember Spirit recht krass sein sollen gerade, deswegen... Normal würde ich, für den Assassins jetzt wegswitchen. Weil ich könnte natürlich auch Mages irgendwie stellen, das wäre halt auch geil. Aber bei den Mages seht ihr mir nicht, Jungs, oder? Goblin-Zeugs, das sind auch magisch natürlich stark gegen. Durch Ember? Ember macht doch keinen Magic-Schein, du meinst durch Storm wäre die mega, findest du. Ja, genau. Was Ding sagt. Ding, Mitte, du bist Ding für mich. Ich halt die Frage, wer hochgeht vom Level, wenn ich hochleveln werde. Ich meine, natürlich wäre auch der Storm Spirit nicer als so scheiß Morphling Slug Units. Und die Aufstellung war gar nicht so schlau, oder? Gegen die Teile. Ich hoffe, die machen das. Oh, ich habe ja nicht mal gespawnt. Oh, ich muss auf Ding noch achten für. Das war natürlich nice, ich muss natürlich noch Ding mitnehmen hier. Wie heißt er denn? Den einen Boy. Where's the body? The dress
Enemies lag will ich nicht. Ich muss gerade noch auf den Tauren achten hier. Da. Das ist beides interessant, oder? Die ist aber schon stärker. Oh, stimmt, Titanic kann ich bauen. Gut, gut, dass du es gesagt hast. Das hätte ich wieder nicht gesehen, wahrscheinlich. Da hätte ich wieder auf ganzer Linie verzagt. Wenn ich die gleich noch hochziehe, wird es nochmal stark. Titanic übersehen würde. Was denkt ihr denn von mir? Diese krasse Aufstellung finde ich auch übel nice. Also irgendein besserer Assassin für Schlag, für den Schlag dann später. Gut mit Mille. Ja, stimmt. Bayern hat noch viel Leben. Vielleicht kommt da noch was Gutes zusammen. Triple kill. Triple kill. Wir kassieren sogar gegen die Ex. Gegen die Ex kassieren macht immer keinen Spaß. The Stormcrafter kommt. Den auf 3 sehen wir auch schon mal ganz cool. Crewmaster bekommt auch mal ein bisschen Heal. Splitten, macht Splitten Sinn, oder? Ich müsste ihm erkoren, ob Splitten Sinn macht. Der Vierer Tauren wäre nice, aber es gibt leider den Boy nicht. Den Elder Titan. GG Pindel, GG. Ja, 34,35% noch. Ich muss auch gucken, dass ich stärker werde dann gleich. Im Zweifel muss ich gleich mal einmal leveln. Das gibt mir erstmal Platz. Sehe ich auch, sieht man auch selten auf 3 den Boy. Wir sollten leveln jetzt, oder? Ich schreibe schon. Sean schreibt GG, okay. Oh mein Gott, schreibt Gustavo. Schon cool. Tja, ist halt schon brutal. Da. Den nehme ich natürlich auch noch kurz mit. I ride with the light. Was ein Lacker schreibt da. Aber was ein cooles Team das gerade ist.
Ich bin gerade froh, dass mich der Pindel überredet hat. Ich glaube, Pindel war es. Oder dabei hat er auch noch geschrieben, dass ich noch eine Runde gespielt habe. Da freue ich mich jetzt aber drüber. So sieht's wie schon wenigstens mal. Oh, Tekkis 3 kam. Oh, Tekkis 3 hat neu. Oh, das ist ein neues Ding von Tekkis 3. Er ist so eine Hexe auch. Neues Model. Must try gegen den scheiß Dragon haben. Was kann ich hier noch draus bauen, Sinnvolles? Ich meine, ich könnte Javelin hier kombinieren. Ihr könnt euch kurz Zeit lassen zum Überlegen. Ich lasse euch nicht hängen. Ich lasse euch nicht allein. Ja, jetzt kommt statt Lightstone, okay. Und ihn hier noch. Statt dem Quarterstaff, weil er gibt mehr Attack, er kriegt Attack Damage und Rage, und beides gut ist. Aber mehr Speed hat vor allem auch. Wo ist nochmal X? Hey, ich hab ein X geschlagen und es gibt mir nochmal extra Money. Auf Patrick Mega Man Niveau angelehnt, Alter. Nice. Ja. Ah, du hast auch irgendwo recht. Ich will trotzdem die beiden Sachen noch drin lassen. Thanks be to you. Könnt ihr da auch schon? Dann lass ich mal Quarterstaff drin kommen. Dann lass mal den Quarterstaff. Ja, toll! Willst du mich verarschen, Mille? Ich hasse dich. Er hört mal einmal auf dich und danach kommt der Backstab des Todes. Hey, Ember Spirit, können Sie bitte mal ein bisschen Schaden machen? Macht eigentlich Storm Spirit inzwischen mehr Schaden als Ember Spirit? Also Titan 3. Ja, inzwischen macht er mehr Schaden, ist aber auch Level 3. Also zumindest auf meinem Feld gerade. Ich überlege gerade, Leute, macht es irgendwie Sinn, vorne den Tank zu löschen und dann noch Mages zu stellen mit denen hier? Ist das ein Ding? Oder auf die Mages verzichten, ihn auf Level 3 drinstehen lassen und lieber noch ganz viele, lieber nochmal zwei, also einen Earthshaker stellen. Glaubst du nicht? Aber später vielleicht, oder? Für gegen Bein? So im Late? Ich meine, wir können die ja mal aufheben, ist ja gerade. Wobei, wir können ja doch leveln. Ja, wobei, ich will ja noch, ich will ja eigentlich, dass die Runde noch ein bisschen länger geht. Deswegen, bis Runde 40 wäre schon cool. Route 3 ist schon krass, ja, das stimmt schon, der schon geht so tanky. Ich hätte sogar die Mages noch gesehen mit dem Team. Bis 40 geht's, ja, glaube ich auch. Vielleicht vertrage ich auch noch. Wenn ich mal ein schlechtes Pandano so ziehe. Aber ich kriege halt keine Ember Spirits mehr, leider. Hast schon 400 Gold. 390. Also jetzt habe ich die. Nochmal extra Money. Guck mal, eigentlich haben wir jetzt alles richtig gemacht damit. Lol. Was kommt da noch alles an? Ich würde da weiterleben, aber es kommt ja gar nichts. Ich kann schon. Jetzt stelle ich aber ihn auf safe, oder? Ich weiß nicht. Ich wollte das hier noch fertig machen kurz. Thanks be to you. Jo, ich hab's gesehen, bitte, danke. Ist das eine blöde Runde? Ich würde gerne ein bisschen Geld zahlen. Ich würde 100 Gold zahlen, wenn ich noch ein Level gehen kann. Snapfire 3. Angenehm. Was ist, wenn ich Disruptor 3? Ich konnte die Runde, wäre easy, um Disruptor 3 zu bauen noch. Ah, wobei, die Runde geht nicht mehr ganz so lang. Komm, gib mir noch Drops von dem Ember Spirit ein, dann kann ich für Io runterrollen. The Stormcrafter comes. My spirit returns to flesh.
They'll never find your grave. The time has come for me. My totality eclipses the cosmos. Der macht schon auch Spaß, so den Invoker nochmal. My spirit returns to flesh. Hier an die Pinne für die Runde. Ich hab dich überredet, easy upload. Ja, Ehre geht raus, wirklich. Alter, Level 3er Korb ist auch cool zu sehen. Oh, Level 3er Korb, hab ich noch nie gesehen, den Skin. Der sieht ja übel aus. That was perfect. Ich sehe hier gerade keinen Divine Rapier, ehrlich gesagt. Okay, ich brauche ein IO, Leute. Zum Glück habt ihr mich dazu überredet, Leute. Oh, gut, ich meine das Bandan, die war gut, ich meine den Ember Spirit an. Ey, Ember Spirit und Storm Spirit auf 3 muss auch erstmal sehen in der Runde. Ist das krank? Ich weiß gar nicht, wer im Stream weggeschaltet hat. Wer ist denn so verrückt geschaltet im Stream weg? Ich checke gar nichts mehr. Es sind aber auch so viel gespawnt von den anderen noch. Alter. Brutal. Storm Spirit trotzdem viel mehr Schaden gemacht. Bischof 4 wieder hoch. Alter, war das eine Runde. Und wir haben noch so viel Gold und alles. Ey, geil. Hex auf jeden, ey. Zum Glück hätten wir die Eier nicht gerollt, das wäre ein richtiger Dämpfer für die Runde gewesen. Zum Glück haben wir die Eier noch gerollt.